Und herzlich willkommen bei Gothic mit der Erweiterungsmod Dunkle Geheimnisse. Ja, wir waren, letzte Folge waren wir im Schmugglerlager, wo wir hin sollten. Und da haben wir wie viele Aufträge gekriegt? 2. Mit Diego 3. Oh, und wir haben dann am Schluss der letzten Folge hier noch das, die Sache mit dem Schlafzauber gemacht. Wir haben Korkalom hier das Kraut gegeben. Und demzufolge sollten wir jetzt eigentlich bereit sein, hier dem Sumpflager beitreten zu können. Was wir aber nicht machen werden. So, wir wollen erst die ganzen anderen Quests gemacht haben für die anderen Lager. So, ich muss wirklich mit Diego reden. Ich weiß gerade nicht, ob ich schon da bereit bin. Ach, wir mussten noch Kirbo zusammentreten. Da war ja noch was, genau. So, Leiter. So, niemand benutzt mal Leitern. Kirgo, oh, das wird auch noch witzig werden. So, die Schmuggler haben wir durch. So, was schreiben wir hier hin? Was weiß. So. Jo. Immer gespannt. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. So, okay. Wir sehen uns. Das Lüge, ist natürlich... der Schläfer dich erleuchtet. Nee, mich erleuchtet niemand. So, das sind zwar natürlich schöne 750 Erfahrungspunkte. So, wir wollen aber nicht Novize werden. Deswegen laden wir das ganze Ding jetzt neu. Okay. Ex-Violation, komm, zeig's mir. Zeig's mir. Oh. So. Jo. Ich muss aber, warte mal. Ich muss auch mal ganz kurz mal was machen. Fällt mir nämlich gerade ein. Nur zur Sicherheit. Oh. Ja, gespeichert haben wir das ja. Wir machen mal kurz Folgendes. So. Falls mir das Ding hier wieder abstürzt. Müssen wir was hier zurechtlegen. So. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt ins alte Lager. Sehen, ob wir dort alles gemacht haben. Ich glaube, wir müssen wirklich Kirgo zusammenlatschen. Oh ja. Darf ich doch nicht. Ich würde auch sagen, ich lade ganz einfach nochmal hier ein bisschen Stärke dazu. Wie gesagt, Einhand. Bei Sketti konnte ich Einhand lernen. Das war doch irgendwie so. Wir gehen jetzt zu Sketti. So, berichten Diego dann gleich hier von der Sache mit den Schmugglern auf dem Weg. So. Gehen wir zuerst zu Gilbert. Finden wir. So. Auf jeden Fall, so, wie lange ist das hier in dem Ding? 16.27 Uhr. Wir legen uns erstmal neu schlafen. Haben wir uns eigentlich schon unsere tägliche Ration hier geholt heute? Ich glaube nicht. Oh, ja, runter hier. Hopp. So. Kraut, was wir verkaufen, verkaufen wir dann an Cypher. Ich weiß nicht, ob wir mehr dafür kriegen als bei anderen Leuten. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja. So. Okay. Gehen wir erstmal pennen. Ja, na was denn nun? Hey, du! Also im Sumpflager wären wir, wie gesagt, soweit fertig mit den
Quests. Es ist wirklich doof, dass wir direkt jetzt, wenn wir den Korkalom, dass wir nicht nochmal eine Bedenkzeit oder sowas kriegen. Das ist, dass wir jetzt die 750 Erfahrungen dafür kriegen und wir dann, was weiß ich, gesagt kriegen, ja, bist du bereit oder so. Und dass wir an so einem Punkt dann hätten hier abhauen können. Nee, aber gut. Ein neuer Tag und nichts. Ihr könnt ja auch schreiben, gerne. Wenn ich jetzt im Sumpflager so noch was vergessen habe, jetzt für das erste Kapitel. Ich glaube, ich habe hier mit allen so geredet, mit denen ich reden sollte hier im Sumpflager. So, gehen wir zuerst zu Gilbert. War nicht besonders. Am Ende müssen wir den auch zusammentreten. Also Gilbert, Diego, Kirgo, beziehungsweise Sketty, Kirgo und so weiter. Weiß gar nicht, es war doch eigentlich hier beim ersten Teil, war das doch glaube ich immer auch bei Einhand gewesen. Das war eine Stufe und dann noch eine Stufe und dann sind wir hier voll gemeistert. Das ist mit dem Gothic, die ganze Zeit Gothic 2 und dann irgendwann wieder Gothic 1. Das, da komme ich immer durcheinander, wie das jetzt wo war. Bei Gothic 2 war das ja über die Prozente. Ja, aber hier haben wir ja auch die Prozente auf einmal drin stehen. War das wirklich hier auch schon so? Das war Zwischenspeicherstand. Ich das soll hier wieder laufen und laufen und laufen und das Ding schmiert ab. Oh, da oben gehen wir noch nicht hin. Warte mal, mein Schwert, was hat mein Schwert eigentlich jetzt für Schaden? Es hatte 45 Schaden. Es wäre schön gewesen, wenn ich durch die Mod hier irgendwo noch eine Rüstung hätte kriegen können. Was Besseres als die Hose hier. Gerade wenn wir dann Minecrawler jagen gehen. Höchstens mal gucken, Geschick oder so. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Gilbert. Jo, wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Ach, nicht der Rede wert. Jo, wir gehen zu Gilbert und dann gehen wir versuchen wir Kirgo zusammen zu latschen. Das Problem dabei nur, was ich sehe. Der hält den Fokus hier im Gegensatz zu Gothic 2, hält er den Fokus nicht auf den Gegner. Das ist so ein bisschen mein Problem hier bei Gothic 1. Aber könnte man das nicht auch irgendwie einstellen hier? Irgendwie konnte man doch hier die Gothic 2 Steuerung einstellen. Das war doch irgendwie so. Weiterspielen. Einstellungen. Tastatur. Alternative Einstellungen, Standard, Vorwärts und so weiter. So, Spiel. Untertitel, ja. Animierte Fenster, ja. Umschau um. Hausempfindlichkeit. Blutdetails, mehrere. Keine Ahnung. Also, wenn man das irgendwie umstellen konnte, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe das auch ehrlich gesagt noch nie gemacht hier bei Gothic 1, da irgendwie versucht die, liegt noch eine Fackel von mir, die Gothic 2 Steuerung hier irgendwie reinzukriegen. So. Haben wir unsere Fackel wieder. Auch nicht schlecht. Hüpf mal ein bisschen geradeaus hier. So, gehen wir hoch hier. Och Junge. Hoch hier.
Ja. Hier hoch. Alles voller Gras hier. Wer hat denn hier nicht gemäht? Lass das Ganze reinmachen und dann beschweren. So, hier hoch. So. So, Kollege. Kamerad Schnürschuh. So, rede mit mir. Gib die Kohle her. Was machst du denn hier? Hab nicht oft Besuch hier oben. Hä? War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Mit dem haben wir doch schon gequakt, oder? Monk hat mich geschickt. Du schuldest ihm Erz. Da gibt es ein kleines Problem, denn das Erz habe ich nicht mehr. Dein die Misengardisten haben mir alles weggenommen. Ich wollte ihm jeden einzelnen Brocken wiedergeben, wirklich. Und was mache ich jetzt? Hilf einem alten Mann. Bezahle meine Schulden bei ihm, dafür kann ich dir nützliche Informationen geben. Oh, wieso ganz soll abgesehen ich? Davon wird Monk mich umbringen, wenn er mich findet. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich töte dich nicht und bezahle deine Schulden. Danke, mein Freund. Leute wie dich findet man hier sonst nirgends. Ich erzähl dir jetzt mal was, als Dank dafür. Die Schmuggler kaufen massenhaft Erz. Ich glaube, die wollen das Zeug verkaufen, wenn jemand die Barriere zerstört hat. Es wäre vielleicht möglich, sie zu zerstören. Na klar. Die Banditen liefern den Schmugglern Erz. Quentin, ihr Anführer, hat wahrscheinlich den Gardisten Drake aus der alten Mine bestochen, damit er darüber die Klappe hält. Wie du weißt, war ich mal Butler in der alten Mine. Ich habe bemerkt, dass Viper über einen Händler den Banditen Erz liefert. Wer das ist, weiß ich nicht. Wenn du mehr darüber rausfinden willst, sprich mit Drake und höre dich in der Mine um. Hm. Denn der Boss in der alten Mine weiß übrigens nichts davon. Ich hoffe, du kommst mit den Informationen weiter. Na klar, danke. Mach's gut, mein Freund. Damit haben wir natürlich die Questreihe hier losgetreten von der Mod. So, kann ich den zusammenhauen? Wird er sich das merken? Ui, ui, was? Der hat tatsächlich keinen Arzt dabei. Das wirst du noch bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Erstmal nicht. So. Ich hab erstmal ein bisschen was von dir bekommen. So, hey. Nein. Oh. Alter. Das hätte ganz böse ins Auge gehen können. Wir gehen vorn rein. Dann schlafen wir uns bei Diego noch einmal den Rausch aus. Dann gehen wir zu Hugo. Beziehungsweise Sketty, also in die Arena. So, Quentin. Ja. Ist die Frage, gehen wir zuerst dafür in die Mine oder zuerst zu Quentin? Leckert, was mussten wir fürs neue Lager eigentlich noch machen? Ach so, dem Laris hier das Erz dafür bringen, oder? Für die das, kann schon das sein, Kraut. Interessiert das. Alle wollen hier mein Erz haben. Als ob ich hier mit Erz um mich werfe. Wo sind wir denn hier? Ich könnte langsam hier mal eine Schmuggeltour durch das Beutezug durch das Lager machen. Ich werde langsam ein armer Mann, wenn das so weitergeht. So, Diego. Warte, nee, erst pennen gehen. Weil bei dem Pennen gab es ja auch schon mal Probleme. Na klar. Souverän gemeistert, Junge! So, wen haben die jetzt hier abgestochen? Grimm ist noch da? Lager. Okay. Oh, ach, der ist schon wieder. Oh.
speichern. Vor allem, ich wurde angegriffen, okay? Warum nicht jemand anderes? Kannst du immer. Mir kam zu Ohren, du hättest das Schmugglerlager gefunden. Und du bist noch in einem Stück. Die meisten, die hingeschickt wurden, kamen nicht wieder zurück. Die Schmuggler mögen keinen unerwarteten Besuch. Lass mal sehen, ob du auch das hast, was ich wollte. Sieh an. Hier sind ja meine Bögen. Das hast du gut gemacht. Nimm dieses Erz als Dank für deine Mühen. Aber ich musste für die Bögen 100 Erz mehr zahlen, als du mir gegeben hast. Vielleicht kannst du mir etwas mehr Erz geben. Vergiss es. Sei froh, dass ich dir überhaupt noch etwas Erz gegeben habe und deine Kosten gedeckt sind. Versuche nie wieder mit mir zu feilschen. Merke dir das in Zukunft. Vielleicht habe ich später mal einen Auftrag für dich, bei dem du was verdienen kannst. Böser Diego. Jo. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Ich hab mit Whistler geredet. Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du gerissener Hund. Ich muss schon sagen, Mut hast du ja. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Ja, ich will gerade mal überlegen. Nee, das wollen wir ja noch nicht machen. Mach's gut. Oh. Bilde keine. Okay. Das würden wir auch so jetzt erstmal so lassen. Oh. Ich habe jetzt Tagebucheintrag gekriegt, aber keine. Keine Erfahrung dafür. Ich meine, wir haben ja sowieso gespannt. So. Können wir hier noch ein bisschen. Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Ja. Ich war in Korinis in der Roten Laterne, dort habe ich deine Mutter gefunden. So, ja. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Ja, warte. Also ich kann jetzt in die Burg gehen, das ist schon mal sehr gut. So, Gilde habe ich noch keine. Ich würde die beiden Speicherplätze unten mal, Sumpfi. Mach mal. Das so. So. Ja. Problem ist, vielleicht mag sich der eine oder andere von euch jetzt gefreut haben. Jetzt kämpft er gegen Kirgo. Wir brauchen es zwar nicht mehr. Machen es aber trotzdem, weil ich es gesagt habe. Fertig. So. Verlass dich auf. So. Kraut, nee, das hier hatten wir gemacht. So. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Der letzte Scheiß. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ich bin auch hier drin. Ich weiß nichts von draußen. Also. Nein. Ich will gegen dich kämpfen. Jetzt. Wie du willst. Ich bin bereit, wenn du es bist. So, das kann jetzt witzig werden. Warte mal, haben wir noch hier Magie, um so ein bisschen zu bescheißen?
Wir haben noch einen Feuerpfeil. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Gequatscht wird viel. Hä? Aber bereits für dich muss ich. Halt mir Ruhe. Was war das andere? Was? Das passiert mir nicht noch. Hast du was zu essen für mich? Komm schon. Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Du lernst schnell. Die hatten mich echt gerne. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Lass dich auf jemanden und du bist verdammt. Glaubst du, dass uns mal jemand von außerhalb besucht? Wohl kaum, was? Weil die kommen ja dann nicht mehr raus, oder? Versuch das nicht nochmal! Also. Das ist so eine Stelle, wo der wirklich im Wege ist, der Matt. Ich finde, bisher fand ich es eigentlich immer ganz witzig die ganze Zeit. Aber das ist gerade so ein Punkt. Mach endlich Platz, Mann! Jo. Was denn nun? Ich will. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Hast du was zu essen für mich? Nein, verpiss dich. Was denn nun? Man darf auch nicht alles glauben. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Der Kampf ist entschieden. Also das ist sowas von träge, also... Access Violation, na komm schon, zeig's mir. Jo, versuchen wir doch erstmal ein bisschen Einhand zu lernen. Versuchen wir es nochmal zu lernen. Jo. Hast du was zu... Lass mich Ruhe. Letzte. Jo. Besorge niemanden. Immer wieder dieselbe Leier. Das ist eben so. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Hab ich gerade. Jo. Ich bin mal gespannt. Jo. Plus 5? Plus 5. Ja. Jo. Zurück. Zurück. Jo. Immer wieder dieselbe Leier. 10%. Ja gut, das wird uns jetzt hier an der Stelle auch nicht besonders weiterhelfen. Glaubst du, dass uns mal jemand... Oh. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Wenn wir das jetzt vergeigen... Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Ich halt... So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Ah, mein Schwert ist weg. Nein. Wieso ist mein Schwert weg? Och Leute, was ist denn das für ein Käse? Wo haben wir die Nagelkeule her? Oder diese Keule da oben? Elf starke Punkte. Ich halte mich da lieber raus. Hier hätten wir lernen können. Glaubst du das? Ach, weißt du, langsam nervt der Kerl echt, ehrlich. Ich höre nicht. Wo ist denn mein Schwert? Was soll denn das? Richtschwert. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? So. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Der hat genug. Was weißt denn du? Blocken oder nicht blocken? Alter.
Mit 10 Schaden mehr oder so, ich glaube nicht, dass das so großen Unterschied macht. Wir machen das mal anders. Laden. Wir laden mal das Ding. Wir probieren das jetzt mal hier mit. Das brauchen wir, wie gesagt, für die Minecrawler und sowas. Brauchen wir das auch. Wir gehen mal zu Diego und lernen jetzt die 11 Stärke, die wir für die Waffe brauchen. Komm schon, ich will. Ja, ja. Mach endlich Platz, Mann. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Corinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. Ja. So. Aber wir haben ja direkt 11 Lernpunkte. Geben wir jetzt alle aus für Stärke, scheiß drauf. Wir kriegen sowieso neue. So, Diego. Kannst du mir. Ja. Ja. 5? 5? Würde man eigentlich immer einen aufheben, hatte ich gesagt, aber. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Ja, kennen wir ja. Mach's gut. Nee. Ach Junge, du sollst dir die Waffe annehmen. Gib noch mal aus dem Inventar raus. Was soll denn das? Mann. So. Glaubst du, dass uns mal jemand von. Ich besuch dich gleich hier. Ich hab gerade eine Keule in neu eingelegt. Okay, war zwar keine ganze Minute, aber. Ich nichts gewesen. So. Ja. Trauer am Matt. Ja, kann schon sein, aber wen interessiert. Ich glaub kaum. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß wie. Warte mal, mit dem Rufus, was war mit dem eigentlich nicht in Ordnung? So. Lass uns kämpfen. Folge mir. Wahrscheinlich hast du recht. Das wird gerade. Der Quatsch wird viel. Ja, das muss dort in der Tür sein, oder was? So. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Versuch das nicht nochmal! Das ist noch ein bisschen besser blocken, das. Als dieser Blockerei, das ist. Das ist nicht so mein Ding. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich dachte, das wäre schon lange. Lass uns kämpfen. Folge mir. Was hast du mit der Waffe? Na, gegen dich kämpfen, Mensch! Sag mal, warum muss denn das dauernd in der Tür dort sein? Das ist wirklich nicht mein. Nein. Der Quatsch wird viel. War doch klar, dass es Ärger gibt. Dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Wenn der mal ein bisschen schneller das Schwert hochhalten würde. Das war wieder nur ein Schlag, der gefehlt hat. Ja, dafür haben wir die Skills, damit er es schneller macht. Das ist schon richtig. Komm schon, ich will vorbei. Ja, ich auch. Lass.
Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Du lernst schnell. Ja, komm. Das muss wieder dort in der Tür sein. Solange ich nichts damit zu tun habe. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Kann schon sein, aber wenn das passiert wird. Versuch das nicht nochmal! Ich hab doch das Ding oben gehabt zum Blocken, Mann. Hier sind wir jetzt schon wieder drüben. Was ist denn nun? Was hast du mit der Waffe vor, Mann? So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Block doch, was denn machst denn du? Block doch mal! Mann! Ja, block dich, der Karl, wenn ich das drücke. Na klar. Okay. Dann machen wir an der Stelle jetzt, so blöd das auch klingt, Feierabend. So, da kann ich auch das Spiel neu starten. So, nee, wirklich. Ich drück, dass der blocken soll. Der macht das nicht. Der steht da und macht nichts. So. Also locker flockig wie beim zweiten, über Gothic 2. Geht das hier nicht mit dem Blocken irgendwie. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Schaut auch mal in die anderen Projekte rein. Würde mir gefallen. Damit. Dankeschön. Und ciao.